Immerhin komme ich nochmal raus. Hä? Ja, das ist der Raum zu Plan 42. Word? Hä? What? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas falsch gemacht? The hell? Was? Hä? Nee, Moment, was? A book is missing? Ich hab's gerade gelöst. 3, 5, 6 war in dem Fall das Rätsels Lösung. Also ist immer eigentlich gleich, nur die Position kann sich in dem Fall letzten Endes verändern. Alright. You don't know much about the medicine, so there's no point in taking the empty bottle, would. Say what? There's something written on the wall. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Are you fucking serious? Ah, Chris, you heathen! So, das hat mir auch nochmal die Ausrede übrigens jetzt gegeben, dass ich hier die Doorscape-Mod wieder aktivieren kann. Nervig. Nervig, das Mistvieh. So. Jawohl. Okay. Das hat nichts gebracht, glaube ich. Okay. Da. Oh, oh. Ah, shit. Caution. Ist okay. Genau, das sollten wir nicht angreifen. Ah, okay. Wir haben die voll eingesetzt. Das könnte übrigens sein, dass das hier die Belohnung ist, wenn man Richard saved, dass wir hier die Shotgun bekommen. Okay, das war es noch nicht, aber das war wahrscheinlich die erste Phase. Let's go. Oh, ich will mal sehen, wie was, ne, was für eine Frequenz, in was für eine Frequenz das Ding hier schießt. Give me that golden shower. Beautiful. Lovely. Okay. Nice. Purple rain. crap on a cracker. Oh. Moment. Kann ich hier was anzünden? Nö. Hätte das sein können. Oh, jetzt sehen wir zumindest, für was unsere Healing-Items draufgehen. Teilweise schlimmer als Sekiro. Yeah. Eat it. Hell yeah. Und danke Richard für diese wunderbare Waffe. Ich glaube, sie macht einfach ein bisschen mehr Damage. Also von der Frequenz her schießt sie ein bisschen schneller. Das wäre wirklich so dann, 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 dann. Leider nicht. Aber ich glaube, es macht dafür mehr Damage. Schönes Teil, definitiv.
Weiß ja mal, das eventuell auch als Jill bekommen kann, weil da haben wir ja auch, da haben wir ja Richard nicht gesaved. Das war es ja, genau. Und wir haben ja hier, in dem Fall, mussten wir nicht gegen Plan 42 kämpfen, wir hatten ja Barry, der uns dann hiermit ein bisschen ausgeholfen hat. Und all of a sudden, a wild key has appeared. Soviel zum Thema V-Jolt. Okay. Also eine Grailing of a Helmet. Ah, ja, ja. Genau, und damit geht's natürlich jetzt zurück in die Mansion. Jetzt haben wir den Helmet Key. Der einzige Raum, den wir hier noch nicht voll... Oh, you scared me. You okay? Dich hätte ich jetzt fürs V-Jolt gebraucht. What the fuck? But Richard, he's gone. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. Aber er hat tatsächlich überlebt. Come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Ich weiß, ich hatte es in einem Playthrough kurz nochmal nachgeschaut, weil ich da ein bisschen irgendwie überrascht war. Wieso haben wir jetzt Rebecca nicht gehabt? Weil... Oh, back dazu. Wesker? Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Hier haben wir schon alles investigiert. Davon abgesehen. Ich weiß, dass Rebecca einem auf jeden Fall helfen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zeitgebunden ist oder an irgendwas anderem. Keine Ahnung. Aber normalerweise, ne, wenn man eben gegrabt von Plan 42, so wie ich das gesehen habe, dann anstatt Barry kommt dann eben Rebecca. Sie, mit ihr mischt man das V-Jolt, macht das an die Pflanze unten da, ne? Bestäubt die da ein bisschen. Haben wir da irgendeinen Raum nicht geöffnet? Ah, im Aqua... Ach! Okay, ich glaube, daran lag's. Wahrscheinlich braucht man den Old Key dafür. Fuck! Genau, wie ich mir gedacht hatte. Hat nicht funktioniert. Musste trotzdem nochmal gegen Plan 42 kämpfen. Ich glaube, die Sache ist einfach die, dass man vorher den Raum gesehen haben muss und man dann durch den... Die Sache, wie man Rebecca dann wahrscheinlich triggert, ist, indem man dann eben durch dieses rote Buch einsetzt und dann durch diesen Raum geht. Das ist, glaube ich, die Prämisse, die man eben braucht dafür. Warum der Raum jetzt allerdings bei mir buggt war, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich glaube, wenn man schon vorher, wie das bei mir der Fall war, eben im Plan 42-Raum war, dass man, ja, dass es dann eben auf jeden Fall auch nicht mehr funktioniert. Das muss dann direkt beim ersten Mal dann passieren. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Krista, Brad, can you hear me? Brad. Ein bisschen schüchtern. Damn. He swiped left. Die Crank. Gerade nochmal schön investigativ in meinem Kopf durchgegangen. Gleich hast du ja nochmal erwähnt. Und wir haben zumindest hier die Doorskip Mod, wie angesprochen, natürlich jetzt noch drin. Das heißt, definitiv keine Probleme, was Türen oder so angeht. Das heißt, da sparen wir schon mal ordentlich Zeit. Wir nehmen die Crank mit, damit wir den Wasserfall abstellen. Wir haben den Helmet Key. Wir haben, glaube ich, kein grünes, einzelnes grünes Herb mehr hier. Ah, doch. Aber hallo. Sogar noch eins direkt, falls wir noch irgendwie ein rotes finden sollten auf dem Weg. Es war ja, glaube ich, noch ein grünes auf dem Weg.
Bei den Drecksködern, apropos. Nee, ich glaube, wir können in dem Fall noch nichts mit dem Wasserfall und so weiter machen. Wir haben erstmal ein Hunter-Problem, so viel ist sicher. Deswegen nehme ich am besten schon mal prophylaktisch die Shotgun mit. Und lass die Handgun erstmal links liegen, denn die wird uns nicht wirklich viel bringen. Gegen die Hunde hingegen natürlich schon. Ah, wisst ihr was? What's all the guides? Schalten wir die Hunde aus, denn wir kommen auf jeden Fall noch ein, zwei Mal an denen vorbei. Und so haben wir das schon mal zumindest gelöst. Ich bin mal ein bisschen draufgängerisch unterwegs. Sagt mal, wir brauchen kein Healing-Item. Nehmen wir hier meine 182 Schuss ebenfalls noch mit. Die sollten eigentlich ausreichen für ein paar Hunde. Eigentlich die 15, die wir da hatten. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Hunde wir auf dem Weg haben. Vielleicht 2, 3? 4, wenn es hochkommt? Ja, so 2 pro Raum haben müssen ungefähr so... Oder 2 pro Area, dann müssen wir ungefähr so 4... Ja, so grob 4 Stück haben. Handgun, ich glaube 3 oder 4 Schüsse halten die, glaube ich, aus. Wir haben 16 Schuss, also eventuell haben wir einen zu wenig. Wenn jeder 4 Schüsse aushält. Und ich weiß nicht übrigens, ob die Shotgun jetzt wirklich nur auch dafür, ob die... Nee, ich glaube, das ist schon ein Item, das wir bekommen, wenn wir Richards gerettet haben. Weil ich weiß gar nicht, ob es im Original noch was gab. Also als Belohnung, wenn man Chris gerettet hat. Ich glaube nicht. Richard meint natürlich. So, jetzt sollten wir, glaube ich, safe sein in diesem Elevator. Oh Gott, ich hasse euch. Treffer. Scheiß Drecksköter. Gefuckt. Wow. Das war ein guter Schuss. So, wir zum Thema, wir brauchen keine Herbs. Okay. Alright. Aber ja, hier kommen wir auf jeden Fall nochmal vorbei. Genau, und da war auch der Wasserfall. Hier, don't go chasing waterfalls. Wir haben noch 2 Hunde auf dem Weg. Ah stimmt, ich war ja im, ganz vergessen, ich war ja im Yellow Caution, aber jetzt haben wir zumindest eine gute Ausrede, nochmal zurückzugehen und nochmal zu heilen. Ärgert mich ein bisschen, dass es mit Rebecca leider nicht geklappt hat hier. Naja. Ist ja das erste Mal, dass wir hier als Chris das Ganze hier anpeilen von... Boah, von daher. Sei es mir verziehen. Slam it down. Haben wir eigentlich in dem Raum jetzt noch in der Area noch was gehabt? Ich weiß gar nicht. Also in der Hunde-Area, wohlgemerkt. Aber ich glaube nicht. Nö, da haben wir alles mitgenommen. Wir haben sogar noch einen Raum, der da abzweigt. Aber ich glaube... Ja doch, das müsste der Raum hinter dem TLC-Waterfall sein. Wieso werden mir beide als verschlossen angezeigt? Games. Games, am I right? Dein Glück. Dein Glück, du Drecks-Spoder! Genau, mit dem Helmet Key sollten wir dann, da wir jetzt hier logischerweise die Crank einsetzen, sollten wir mit dem Helmet Key irgendwo eine Battery finden. Ich hab die Crank wieder abgelegt, ich voll lieb. Wir sehen uns gleich wieder hier.
Obwohl, nee, never mind. Ich dachte, ich muss nochmal zurücklaufen, aber müssen wir ja gar nicht. Denn wir haben ja sowieso hier in der Mansion haben wir ja ebenfalls ein Safe Room. Fuck you. Das sind drei. Okay. Rexwurf. Fast gecheased. Eat the grenade! Eat it! Munch it good, you fucking piece of shit! Okay. Yes. Good. Okay. Ich habe in dem Fall leider jetzt die Granate an dem Scheißding gewastet, aber naja. Aber naja. So, wir haben ein Green Herb. Hier geht's wieder zurück. Crank können wir dann danach auf jeden Fall noch einsetzen. Das ist kein Problem. Genau, wir müssen dann quasi wieder ins Stockwerk tiefer. Da haben wir ja die Küche gehabt. Und in dieser Küche haben wir ja den Fahrstuhl. Da müssen wir dann irgendwo die Battery einsetzen. Genau da müssen wir die Battery einsetzen. Und dann haben wir da die... Oder mit davon kommen wir dann eben direkt wieder mit runter und dann müssen wir logischerweise den Waterfall besänftigen. Das nehme ich gerne mit. Was haben wir denn hier? Eigentlich wollte ich die Note lesen. Oh, nice. Gar nicht gesehen. Use this to protect yourself from that monster in chains that can't be hurt by guns. I also fixed the doorknob to make sure you can get away. Wesker! Ah. Sweet. Sweet, 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 sweet. Genau, macht keinen Sinn, hier lang zu gehen. Wir haben zwei First Aid Sprays. Werde ich mir auf jeden Fall merken. Ist der Scheißköter noch hier? Ohne Scheiß. Hunde mittlerweile, ne? Drecksviecher. Ach ja, Hunter. Cool story, bro. Das waren Sekiro-Reflexes, meine lieben Freunde. Nichts anderes. So, Helmet Key funktioniert hier natürlich nicht. Hier verbrauchen wir einen bestimmten Key. Ich glaube... Ist da die Battery? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Da war irgendein anderes Key-Item, was wir noch brauchen. Aber zumindest wissen wir, dass hier der Helmet Key ist. Wir wissen auch, wo wir den einsetzen können. Ein Raum war auf jeden Fall im Main Room. Wir haben den Raum mit dem Doorknob mittlerweile gefixt. Das ist wunderbar, dass der Klempner kurz da war. Denn... Das war in dem Fall das größte Problem, das wir hatten. Weil ich glaube, der Raum war hier. In dem wir 8 Crimson Heads oder so jetzt leider haben. War das hier? Okay, wir sind Hunter. Never mind. Hierfür war der Old Key. Ja, genau. Genau. Da könnten wir uns hier quasi jetzt einen Shortcut machen. Oder den Shortcut benutzen, besser gesagt, weil ich habe den Raum, glaube ich, hier noch nicht aufgeschlossen. Genau hier. Nun gut. Dann müssen wir ein paar Shotgun-Bullets wasten, leider. Oder Shells, besser gesagt. Meine guten Buddies, die Crows, sind ebenfalls mit am Stizzy. Wunderbar. Aber ja, wir müssen ein paar Shotgun-Shells leider einsetzen, ansonsten kommen wir hier nicht vorbei. Nicht lebendig zumindest. Halla, die Waldfee. Sind wir gerade ein bisschen zu aktiv. Nein! Moment.
Sales Prey. Definitiv für Sales Prey. Die Kollegen können einen ordentlich köpfen und in Red Caution ist das schon nicht die beste Idee. Und ja, übrigens, das Zusammenzucken, das hilft irgendwie bei mir. Keine Ahnung. Das hat beim ersten Hunter funktioniert, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache es auch beim zweiten. Und hat funktioniert. Das erklärt aber, warum die Shells so schnell runtergehen irgendwie. Wenn ich mir das gerade jetzt hier so anschaue. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal an einem Safe Room vorbeikommen. Oder vorbeischauen, definitiv. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht so den großen Umweg nehmen. Wäre ich mal zurückgegangen. Ich hätte jetzt noch mehr Shotgun Shells. Ich hätte einfach den Key mitnehmen können. Den Old Key. Aber ja, Item Management. Wir kennen es alle. Das ist das höchste Gebot hier in Resident Evil. Oh. Und die Kameraführung auch teilweise. Ah ja, das war sogar der Raum mit den 1000 Crimson Heads. Und hier waren Herbs, glaube ich. Ich habe hier mal noch Hunde. Nicht mehr. Aber noch ein Red... Ja gut, okay, kann ich sowieso nicht mitnehmen, davon abgesehen. Red Herb haben wir hier allerdings noch. Ich glaube, ein grünes Herb hatte ich sogar noch... ein kleines verwaistes Red... Green Herb hatte ich noch in der Box, wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde sagen, wir sind hier Hunter, aber ich glaube, hier sind wir safe. Außer die brechen auch nochmal hier durch die Fenster durch. Sieht aber nicht so aus. Kann ich den Lichtschalter eigentlich betätigen, sodass das irgendwie aus ist? Glaube nicht. Nice auch gerade übrigens wieder mit der Kameraeinstellung hier. Wunderbar gelöst. Wehe, das ist nur der eine Raum hier. Ein Glück. Ach, guck mal, ich habe die Räume sogar... nee, ich gehe von hier oben. Das ist, glaube ich, der kürzere Weg. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe jetzt hier die ganzen Räume geklärt. Kann eigentlich safe zu einem Safe Room da eigentlich gehen, glaube ich. Vielleicht. Maybe. Maybe, baby, aber... Schauen wir hier vorbei. Proceed with caution when hunters are afoot. Oder das. Das ist jetzt semi-gut. Alter, das wird ein Crimson Head. Okay. Ah nee, kann er gar nicht. Stimmt, der Kopf explodiert ja mit der Grenade. Und damit eben auch die Existenz des Crimson Head. War ja klar. Genau, und von dem Doorknob hier unten war natürlich die Rede, da hat der Hausmeister Barry mal kurz, Wesker? Ja. Ja, Wesker. Im Jill Playthrough ist logischerweise Barry, hat der Hausmeister Wesker mal schön für uns gefixt. Was natürlich wunderbar ist. So, wir nehmen... Müssen wir den Old Key mitnehmen? Nehmen wir den mal mit und schließen da mal auf. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Die bringt uns gerade... Obwohl, nee, wir haben noch Zombies. I reported we still have the zombies. Ja. Und wir schließen auf jeden Fall den Courtyard auf, damit wir den Old Key ebenfalls erstmal aus dem Inventory verbannen können. Ist ja auch der letzte, den wir jetzt hier gefunden haben als Chris. Und mehr gesprochen, das letzte Mal, das wir dann eben brauchen, ist genau an dem Courtyard. Genau, der Zombie-Körper ist weg, das heißt, keine Gefahr für einen Crimson Head. Wir haben jetzt eben nur kein Defense-Item, leider. Das heißt, sollten wir uns ebenfalls im Hinterkopf behalten, dass wir jetzt nicht perfekt aufgestellt sind.
Und ich glaube, ich muss tatsächlich, die Sache, warum ich den Old Key noch nicht eingesetzt habe, war ja, dass man eben durch diesen Raum hier, glaube ich, durch muss. Und man kann den nur von der Seite mit dem Krähen-Rätsel aus eben öffnen. Ich glaube, da wäre sogar der Raum mit dem Dorner besser gewesen oder kürzer gewesen. Naja. Uns mal schauen. Ne, den Lichtschalter kann ich leider nicht betätigen. Fühle mich aber eigentlich ganz wohl, wenn hier mal ein bisschen Licht ist. Ein bisschen Licht ins Dunkel. Das ist ja gerade, wenn man so versucht, eben die Steuerung wieder anzupassen dann. Hier war es genau. Geht, glaube ich, nur von der Seite aus. Aber nagelt mich nicht auf dieser Theorie fest. Das ist der eigentliche Weg. Oder der optimalere Weg. Ja, dann ist man nämlich genau hier und kann hier unten den Helmet Key einsetzen. Und da man da quasi direkt rauskommt, ist es, glaube ich, relativ sicher anzunehmen, dass man hier zuerst hin sollte.